Ich freue mich, dass ihr auch bei diesen letzten Tagen unserer Tour 2020 dabei sein werdet. Wir sind am Ziel angekommen. Diese Düne im Atlantik ist ein mystischer Ort. Wir beschließen, durch den kalten Sand aufzusteigen, um mit Aussicht auf den Ozean zu frühstücken. Ich gehe schon etwas früher, Nicole und Herbert kommen wenig später nach. Die Stimmung ist ruhig, fast schon ehrfürchtig. Wir wissen, dass mit dem heutigen Abschied von diesem wunderbaren Ort auch unsere Reise ein Stück weit zu Ende gehen wird. Zelt zusammenbauen, Zähne putzen, Gepäck einpacken, Motorräder klar machen. Der morgendliche Ablauf ist eigentlich immer gleich. Wir wollen heute Richtung Burgund, dem letzten Ziel unserer Reise, bevor wir wieder in die Schweiz kommen. Es liegen heute noch einmal 300 Kilometer vor uns. Wir sind sehr müde auf der Tour. Das Ziel wird kurz vor der Auvergne sein. Es ist wie verhext, auch in diesem Jahr, bereits zum dritten Mal, wir erreichen die Auvergne und es regnet. Und dieses Mal werden es die letzten Sonnenstrahlen sein, die wir gesehen haben, bis wir wieder in der Schweiz sind. Der vorletzte Tag bringt uns über Clermont-Ferrand nach Cluny. Es gibt wenig zu erzählen über diese Fahrt. Es regnet fast die ganze Zeit. Diese wunderbaren Sonnenblumenfelder sind die spärlichen Highlights dieses Tages. This world with you. Ja,
erreichen Cluny. Cluny liegt in der Nähe von Taizé und hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Bereits zum 5. Mal bin ich hier mit dem Motorrad. Die Tour geht zu Ende. Die Fahrt in die Schweiz am morgigen Tag wird vor allem regnerisch sein. Darum werden wir kein Video mehr machen. Nicole und Herbert danke ich für diese wunderbare Tour, die wirklich von mehreren Highlights begleitet war. Euch danke ich, dass ihr bis zu diesem letzten Film dabei wart. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Reise wieder dazuschaltet. Abonniert den Kanal, bleibt dabei und vergesst nicht, ein Däumchen dazulassen. Wir danken euch dafür. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.